Eigentlich wollten wir uns jetzt in Mathe zu Übungen zum Kreis und Flächen und Umfang beschäftigen, aber es gab vorher noch eine Frage und die wurde durch eine Schülerin sehr gut beantwortet. Ich sage den Namen jetzt nicht, wegen und so weiter. Aber wir stellen uns mal eine Kerze vor. Nehmen wir mal eine grüne Kerze an. Die hat ja ein Docht da drin. Nebenbei hier oben haben wir die heißeste Temperatur, das heißt, Theta ist hier maximal. So hoch wie es geht. Immer oben anzünden. Wir haben es eben gerade im Versuch gezeigt. Also wenn ich Papier hier unten reinhalte, fängt es ein bisschen an zu glimmen. Es ist hier heiß, natürlich ist es hier heiß, aber nicht heiß genug, um gleich etwas sofort zu entflammen. Hier oben hat es sofort geklappt. Wie kommt dieses flüssige Wachs bis hier hoch, damit es verdampft werden kann? Und die Antwort war ganz richtig, Kapillarität. Natürlich durch Adhäsion wirkt ja Kapillarität erst. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal die Lupe drauflege auf diesen Teil, dann wird dieses flüssige Wachs durch diese kleinen Zwischenräume, denn dieser Docht besteht aus Gewebe, durch die kleinen Zwischenräume angesogen und wirklich da hoch transportiert, wo es dann verdampft werden kann, auf das es verbrennt. Das bloß mal nebenbei. Hochachtung, Donnerwetter. Dann war ja der Unterricht nicht ganz so umsonst. Ne? Schön, prima, super gemacht. Jetzt machen wir das war eigentlich der Auftakt zu dem Ganzen. Und die Frage war, warum werden manche Stoffe beim, oder viele Stoffe beim Erhitzen flüssig und manche fest? Fest, wieso, fragte ich. Na, wenn ich ein Brot backe, wird es doch fest. Aus flüssig wird fest. Da dürfen wir was nicht vergessen. Ein Brotteig wird mit Wasser flüssig gemacht. Und das Backen heißt, dass dieses Wasser verdampfen kann. Dann bleiben die festen Bestandteile übrig und die verkleben miteinander. Und das ist eine Art Sinterungsprozess. Kommen wir später nochmal drauf. Super, nicht schlecht. Noch irgendwelche physikalischen Dinge? Wenn ich den Docht jetzt mal hier durchschneide, hier, und mal drauf gucke, dann besteht er aus vielen, vielen Fäden. Ich meine nicht aus Röhrchen. Also, wenn ich die Fäden jetzt mal ausmale, sind das lauter, sind das lauter Punkte. Das heißt also, die sind keine Röhrchen, keine Kapillaren. Aber in den Zwischenräumen, da bilden sich kapillarähnliche Zustände. Röhrchen müssen immer rund sein. Die Zwischenräume sind so klein, dass hier zwischen den Fäden, das Wachs hochgesaugt wird. So, also ich habe hier, damit wir jetzt zu den Kreisübungen kommen, mal mit der Hand, freie Hand einen Kreis gemalt. Nein, nein, das kann das Programm korrigieren. Ich zeige nochmal, wie es geht. Ich male mal so einen Eulenkreis, schnapp mir den. Das ist der Hintergrund. Also für alle die, die gerne auch mit diesem Programm arbeiten, dann bei Aktionen, also markieren, Form ändern in, peng, da haben wir ihn. Da kann man nicht meckern. Na gut, ist eine Ellipse, aber ist jetzt nicht so schlimm. Gut, meine Damen und Herren, also auf zum Kreis. Wir wiederholen noch mal einige Dinge. Von der Mitte aus gesehen bis an den Rand nennt sich, danke, ich weiß schon, Radius. Und wenn ich den Kreis durchmesse, Durchmesser, genau. Das ist also der Durchmesser. Das verwechseln viele Leute und kriegen wirklich Probleme, wenn es um folgende Formel geht. A ist gleich Pi Viertel mal d Quadrat. Oder, was viel schlimmer ist, es ist der Durchmesser gegeben es ist der Durchmesser, der Radius gegeben. Nein, pardon. Und es ist der Durchmesser gegeben und die wollen mit dieser Formel arbeiten. Und sagen, ja, Durchmesser 5 cm, prima, da habe ich hier 5 mal 5, 25 Quadratzentimeter. Das geht nicht, ne? Da müssen wir aufpassen. Aber wir wollen uns ja heute nochmal mit diesen Formeln hier beschäftigen. Was hat das? Andere Sache. Der Umfang. Einmal rum, also von hier bis einmal rum. Von hier komplett rum, weiter, 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 weiter. Wieder genau bis hierher, bis zu diesem Punkt, ist Pi mal d. Demzufolge muss der Umfang, wenn ich mit dem Radius arbeite, wie muss der lauten? Mal, also Pi mal 2r. Warum? Ein Radius und hier noch ein Radius dran, ne? Dann hätte ich einen Durchmesser wieder. Daher kommt es. Verwechseln viele Leute, muss man sich dran gewöhnen. Deswegen werden wir auch immer wieder trainieren und immer wieder darauf hinweisen. Aber jetzt machen wir mal eine kleine Übung. Ihr seid ja schon fit im Umstellen von Formeln und Einsätzen und Umsetzen und sonst was. Wir sagen ja, d ist gleich 2r. Wie komme ich jetzt mit diesem Umstand und diesen beiden Formeln zurecht? Wie kann ich die irgendwie gegeneinander umformen. Wie geht das? Das wollen wir jetzt mal üben. Jetzt haben wir einfach mal ein bisschen hin und her jongliert. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen mal
aus der oberen Formel a ist Pi viertel d Quadrat, a ist gleich Pi mal r Quadrat machen, indem wir uns bedienen des Umstandes d ist gleich 2r. Ja, und jetzt sieht man das hier, Pi viertel und statt d schreiben wir 2r und setzen es in Klammern zum Quadrat. Wenn ich das ausmultipliziere, habe ich Pi mal 2 mal 2 ist 4, r mal r ist r Quadrat. Und die Viertel bleiben noch. Die kann ich jetzt aber kürzen und es bleibt nichts anderes übrig als das hier. So, jetzt haben wir den Weg noch zurückgemacht, nochmal andersrum. Wir haben a ist Pi mal r Quadrat genommen und statt r d halbe eingesetzt. Haben wir in Klammern zum Quadrat gesetzt. Und wenn ich d mal d nehme, habe ich d Quadrat. Wenn ich 2 mal 2 nehme, habe ich 4. Und das ist nichts anderes als unsere obige Formel. Pi mal d Quadrat durch 4. Und hier oben steht eigentlich auch bloß Pi mal d Quadrat durch 4. Nichts anderes. Wunderbar, schön, freut mich. So, das war eine kleine Fingerübung. Machen wir noch eine Fingerübung. Und zwar, wir knüpfen nochmal an. Obwohl ihr es eigentlich noch gar nicht kennen könnt. Aber wir klammern nochmal ein bisschen aus. Ich schreibe ein paar Aufgaben hin, mache in der Zeit Pause. Ihr schreibt schon mal mit. Wir haben jetzt hier Übungsaufgaben. Ich hoffe, es kann jeder lesen. 4x² plus 8x hoch 3 plus 32x. Hier bitte das Maximum ausklammern, was nur irgendwie aus allen herauszuklammern geht. Bei der nächsten 25x² plus 5 bitte mal nur ein x ausklammern. Mal sehen, was dann hier übrig bleibt in der Klammer. Bei 18a hoch 3 plus 6a² plus 6 ein a ausklammern, obwohl hier keins ist. Ne, hier ist ja auch kein x bei der zweiten. Und bei der dritten 25 Viertel x hoch 2 plus 5x plus 15 wieder was auszuklammern geht, raus damit. Na, bin ich mal gespannt, was passiert. Auflösung des Rätsels ist wie folgt. Wir haben hier ja gesagt, wir wollen hier nur das x ausklammern. Jetzt kam natürlich hier hinten noch die Idee, könnte man nicht auch 5x ausklammern? Könnte man, ist auch richtig in Rot, aber das war nicht gefordert. Wir wollten eigentlich nur das x haben. Hier wollten wir auch nur das a haben und trotzdem haben wir auch eine zweite Variante noch mit 6a hingeschrieben. Hier hätte man wahrscheinlich auch noch Blödsinn machen können, das x mit raus, aber das ist jetzt alles nicht nötig gewesen. Prima, klappt gut. Werden wir dann brauchen, kommen wir zu einer zweiten Geschichte. Und zwar, wir errechnen jetzt nochmal, gegeben ist ein Kreisring. Und zwar, wir möchten jetzt nur die Fläche haben. Ring meine ich in diesem Fall das, da ich sage, ich habe hier einen Außendurchmesser, einen großen, ne? Und ich habe hier einen kleinen Durchmesser. Na. So, der Außendurchmesser ist meinetwegen 20 cm und die Fläche, ja, wir machen es erstmal vorwärts. Der Innendurchmesser ist 20, 5 cm. Und wir möchten die echte Fläche haben, also die Nettofläche, die übrig bleibt. Die Nettofläche, die wäre dann diese hier, ne? Hier, dies, die ich jetzt schraffiere. Die Fläche bleibt übrig. Wie gehen wir bei? Ihr seid wieder dran. Die Formel, die kann man im Tafelwerk nachgucken, ich erspare sie euch jetzt. Und zwar, die heißt a ist gleich Pi Viertel groß d Quadrat minus klein d Quadrat. Und Klammer zu. Action, ihr seid dran. Mal ein Tipp zum Einsetzen. Natürlich kann ich auch einen anderen Rechenweg wählen, aber ich will jetzt mal, dass ihr den wählt, weil hier gibt es eine Klippe. Groß d Quadrat schreibe ich sicherheitshalber nochmal in Klammern. Und zwar 20 cm in Klammern zum Quadrat. Minus, jetzt kommt in kleinen Klammern 5 cm in Klammern zum Quadrat. Und jetzt kommt die große, die letzte hier. Ich mache die mal blau. Hier diese große, na, ist die. Und Gesundheit und die anderen, die setze ich selber, damit ich nicht durcheinander komme. Und jetzt muss ich nächste Zeile nochmal schreiben. A ist Pi Viertel. Und jetzt meine blaue Klammer. Lasse ich mal, damit ihr es besser seht. Und jetzt geht es weiter. 20 mal 20 ist 400. Zentimeter mal Zentimeter, Quadratzentimeter. Minus, jetzt kommt 5 mal 5 ist 25. Zentimeter mal Zentimeter, Quadratzentimeter. Jetzt kann ich weitermachen. Jetzt geht es weiter. A ist Pi Viertel. Und 400 minus 25 mal 375. Jetzt kann ich die blaue Klammer weglassen, ne? Quadratzentimeter. 400 minus 25, 375. Und jetzt kann ich anfangen zu tippen und dann schreibe ich das Ergebnis hin.
Okay, jetzt haben wir hier an der Stelle mal getippt. Wir haben aber Pi, jetzt der Praxis halber, reicht das dicke aus, wenn wir 3,14 nehmen, mal 3,14 genommen, die Zahl 3,14 eingesetzt. Und auf 3 Kommastellen genau, gleich mal angewöhnen. 3 Kommastellen genau, das reicht dann. Also die letzte Stelle, wenn das meinetwegen 3,749 wäre, würde ich auf 5 aufrunden, ne? 3 Kommastellen genau, warum? Weil im Allgemeinen haben wir sehr viel mit Millimetern und Metern und so weiter zu tun. Da braucht man wieder 3 Kommastellen. Hat hier nur einen bestimmten Bezug, aber ist egal. Gut. Nochmal, wie kann ich ausrechnen, ob ich mit dem Taschenrechner richtig getippt habe? Denn das ist das Hauptproblem der meisten Schüler. Ich mache mal eine Überschlagsrechnung, wie ich hier schon aus der Schülerschaft hörte. Ich sage Pi, nehme ich als 3 Viertel. 3 Viertel von 375 ist ungefähr 300. Und dann weiß ich, jawohl, richtige Kommastellen, alles richtig. Nicht, dass der Taschenrechner nicht rechnen kann, aber man vertippt sich leider sehr schnell. Und ich fasse nochmal zusammen, unsere Vorgehensweise ist grundsätzlich gegeben, Skizze, Maße entweder ranschreiben oder daneben schreiben, gesucht, worum geht's, meinetwegen noch schraffieren, damit einem anhand der Skizze besser klar wird, worum es geht, allgemeine Formel abschreiben, einsetzen und wenn ich an der Stelle bin, wo ich wirklich nicht mehr weiter kürzen kann, an der Stelle wird erst getippt, denn dann habe ich hier die fertige Maßeinheit schon dahinter stehen. Gut, gibt es bis dahin Fragen? Wenn nicht, dann, ja, Moment. Entweder ich tippe wie folgt ein: 3,14 durch 4 und nehme dann mal 375. Oder ich sage 375 durch 4 und nehme dann mal Pi. Oder ich nehme, Pi meine ich jetzt 3,14. Oder ich nehme 3,14 mal 375 und teile dann durch 4. Ist dasselbe. Das könnte man ausprobieren. Da kommt immer dasselbe bei raus. Also die Reihenfolge des Tippens ist in dem Fall egal. So, nächste Aufgabe. Wir haben es wieder mit dem Kreisring zu tun. Na, so. Und wir wollen Folgendes. Wir haben hier wieder die üblichen Geschichten, das heißt klein d, das ganze Ding ist wieder groß d. Der Durchmesser hier lässt sich gut unterscheiden. Manche unterscheiden auch mit d1 und d2, kann man auch machen, das geht auch. Und zwar ist diesmal was anderes bekannt, und zwar die grüne Fläche. Da ist bekannt, a soll 300 Quadratzentimeter sein. Und der Innendurchmesser, ja, der Außendurchmesser, der hier, der soll 15 cm sein. Und gesucht ist klein d. Das heißt, die Aufgabe könnte so lauten: Um eine Nettofläche von 300 Quadratzentimeter zu erzielen, bei einem vorgegebenen Außendurchmesser eines Kreisringes ist zu ermitteln, wie klein oder wie groß darf der Innendurchmesser sein, damit ich die echte Fläche erreiche. Lösung: Wir fangen wieder mit dem Üblichen an. Wir gucken, in welcher Formel sind alle Größen enthalten. Ach so, Pi ist wieder 3,14, ne, das Übliche. Das reicht uns heute dicke aus. Machen auch die Praktiker so. Und Pi Viertel. Groß D Quadrat minus klein D Quadrat. So, da müssen wir jetzt entweder vorher umstellen oder einsetzen und dann umstellen. Wie ihr es macht, ist mir egal. Mal sehen. So, also es geht um das klein D. Nicht um Minus und auch nicht um Quadrat. Wir wissen aber Klaps rückwärts, ne? Klammerpunkt Strich ist die normale Rechnung. Wir würden ja gerne Strich von hinten, würden ja gerne Strich nehmen, aber es geht nicht, denn da hindert uns die Klammer drum. Kümmern wir uns also um den Rest. Mal 4 durch Pi, dann habe ich a mal 4 durch Pi auf der linken Seite und hier steht dann, weil ich keinen Grund mehr dafür habe, keine Klammer mehr. Groß D Quadrat minus klein D Quadrat. Wie kriege ich das Groß D Quadrat rüber? Hier steht ein stilles Plus, also minus Groß D Quadrat. Jetzt steht hier a mal 4 durch Pi, das bleibt so. Achtung, nicht auf den Bruchstrich schreiben. Das ist Groß D Quadrat dahinter. Ist aber, Achtung, minus. Ich markiere nochmal, es geht um das D, nicht um das Minus und auch nicht ums Quadrat. Wenn ich jetzt versuche, eine Wurzel zu ziehen, weil ich sage, hurra, hier habe ich nur das Quadrat. Wenn ich jetzt hier eine Wurzel ziehen will, geht es nicht, weil aus einer negativen Zahl kann man keine Wurzel ziehen. Warum geht das nicht? Ganz einfach. Minus 2 mal minus 2 ist auf jeden Fall plus 4. Die Wurzel wäre, aus der 4 zu ermitteln,
Tja, eine negative Zahl kriege ich nicht hin. Ich kriege beides hin. Moment, anders. Wenn ich plus 2 mal plus 2 nehme, habe ich auch plus 4. Mit anderen Worten, ich kriege sowieso immer plus 4 raus. Ich kann machen, was ich will. Und quadrieren heißt ja mit sich selbst multiplizieren. Also das heißt immer mit der gleichen. Ich kann jetzt nicht den Trick anwenden und sagen minus 2 mal plus 2. Dann wäre es kein echtes Quadrieren. Also kann nur ein positives Ergebnis rauskommen. Bedeutet hier, ich muss, das ist der alte Trick, alles mal minus 1 nehmen. Wenn ich das hier mitmache, habe ich rechts ein echtes D-Quadrat. Und auf der linken Seite entsteht hier aus dem minus groß D-Quadrat ein plus groß D-Quadrat. Dann schreibe ich das dahin. Und hier vorne erscheint ein Minus. A mal 4 durch Pi. Wenn ich jetzt hier die Wurzel ziehen will, mache ich das. Aber dann kann ich sagen, ach naja, dann ziehe ich die Wurzel hier schon und lasse das. Ich habe es jetzt gemacht, damit wir schneller fertig werden. Gibt eine Frage? Ja, ich bin auch gut. Ich sage Minus und mach Plus draus. Natürlich, Dankeschön für den Hinweis. Donnerwetter, gut aufgepasst. Minus. So, jetzt in die Formel kann man einsetzen, ne? Das ist also jetzt keine große Überraschung mehr. Das heißt, jetzt setzen wir in diese Formel ein. Und dann geht es hier oben weiter. Schönes großes Wurzelzeichen, denn da muss einiges drunter. Groß D Quadrat. 15 mal 15, 225 Quadratzentimeter. Ich hätte es auch vorher in Klammern, 15 Zentimeter in Klammern zum Quadrat schreiben können. Jetzt minus A sind 300 Quadratzentimeter. Und das alles mal 4, ne, diese 4 hier, und den ganzen Kram durch Pi, dann hätte ich klein d. Wurzelzeichen abschließen, hätte ich klein d. Und jetzt sind wir in einer beneidenswerten Lage, wir können lostippen. Ich rate aber, klammermäßig zu arbeiten, das heißt, dieses Ding hier beim Eintippen einzuklammern. 225 minus, Klammer auf, und dann diesen Ausdruck. Probiert es mal aus, mal sehen, was rumkommt. So, jetzt gibt es natürlich hier einiges an Verwirrung. Was ist hier passiert? Math Error und alles so ein Kram. Machen wir mal einen Überschlag, was eigentlich Überschläge unter der Wurzel steht. Also rund, mal übertrieben. Hier machen wir 200. Ich lasse mal die Einheiten weg. Minus 300 durch 3 ist 100. Hier sage ich 3 dazu. Na gut, schreibe ich mal 300. Aus Pi mache ich 3 mal 4. 200, was passiert denn hier, wenn ich hier kürze? 200 minus 400? Wie viel ist 200 minus 400? Minus 200, genau. Das heißt, ich habe dann die Wurzel aus minus 200. Genau, geht nicht. Ist diese Aufgabe überhaupt lösbar? Jetzt müssen wir mal gucken. Wenn das nicht klappt, jetzt vergleichen wir mal und sagen, Moment mal. Wenn ich einen zu kleinen Außendurchmesser, hier hat man nämlich 20 cm und 5 cm. Wenn ich einen zu kleinen Außendurchmesser wähle, dann kriege ich kein Loch mehr rein. Ich kann überhaupt nichts mehr machen. Dann kriege ich es beim besten Willen nicht mehr hin, hier noch irgendwie diese 300 Quadratzentimeter darzustellen. Das heißt, jetzt könnten wir mal eine Gegenprobe machen. Probe. Wir rechnen mal aus. Ist es möglich? A ist gleich Pi Viertel. Und jetzt sagen wir mal Groß D Quadrat. Und probieren das mal aus. Ist 300 Quadratzentimeter gleich Pi Viertel mal, und was hatten wir gesagt? 15 cm in Klammern zum Quadrat, also 225 Quadratzentimeter. Probiert das mal aus. Wenn wir das hier eintippen, 3 Viertel von 225, kommen wir ungefähr auf 176 Quadratzentimeter. Das ist aber nie gleich 300 Quadratzentimeter. Nie. Also ist diese Aufgabe so nicht lösbar. Jetzt haben wir mal den schönen Fall gehabt, wie man sich selber auch mal ausrechnen kann, ob was nicht geht oder ob es doch geht, ne? Also hier ist es nicht möglich, noch ein Loch zusätzlich zu bohren, denn dann wird es ja noch weniger. Hälfte mitgekriegt, ne? Ja. So, schließen wir das Video erstmal ab. Also man kann aus solchen mathematischen Dingen erstens was lernen und zweitens müssen wir uns das immer wieder einüben. So, jetzt schauen wir uns noch was an.